was erwartet uns? Going steerman on deck. Ich habe gesehen aus dem vorderen Cockpit von. Jetzt die Wingwalking. Emiliano, seine Frau Wingwalking. Das kommt aus den 1920er Jahren. Alex hat das schon erklärt, heute als eben mit ihrem Arbeitsgerät etwas zu machen, was spektakulär ist. Einerseits. Und andererseits auch einträglich war. Wir haben angefangen, Menschen, Damen, hübsche junge Damen, auf die Flugzeuge zu finden, die da Spargamente gemacht haben. Und daraus ist dann anders, indem wir die Leute haben, unterhalten. Das Flugzeug ist eigentlich sehr gut geeignet. Alex, dass die Stern, die hier geflogen wird, war ja eigentlich prädestiniert für solche Sachen. Das war dabei und hat natürlich Blitzvertrauen, kann man sagen, ihren Ehemann. Man sieht sie jetzt sogar, wie sie umsteigt vom Gesteck von oben. Das Cockpit und anschließend wird sie. Die Befestigung wird gebraucht, um zum Kurvenfliegen bzw. die Schräglage, um Flugzeuge zu kontrollieren. Der Pilot muss da ziemlich an dem Steuerknüppel hebeln, damit er eben die Flügel gerade behalten kann während so einem Display. Ja, gerade jetzt in dem Looping, in der liegenden Position, wo Michel jetzt hier geht. Das ist schon eine hohe Schule A des Fliegens und B auch der Steerman oder Steerman. Das ist grundsätzlich das Gleiche. Ja. Sie haben die Möglichkeit, dass im Flügelmuseum in Halterin am Bodensee können zu machen. Man kann Passagierflüge buchen und man kann mit dem Flugzeug in der Topografie. Daniel, auch da eine leichte Glissade, weil er nicht nach vorne sieht. Im letzten Moment mit dem Seitenruder Flugzeug ausrichten, winken. Danke vielmals, die Familie del Buono.